mit Fehlhaber und mit Jörg Bode, dem Minister für Arbeit, Wirtschaft und Verkehr des Landes Niedersachsen. Richtige Reihenfolge? Wirtschaft, Arbeit und Verkehr, aber jetzt hatte ich alles geübt. Und, aber alle drei Sachen alle drei drin. Richtig, ja. Hm? Und Sie hatten sogar einen Halbtagsjob als Ministerpräsident. Wussten Sie das selber eigentlich? Ich habe das vorher geahnt, falls das Wahlergebnis bei Christian Wulff zur Bundespräsidentenwahl so käme, dass ich dann bis zur Neuwahl des neuen Ministerpräsidenten dann tatsächlich geschäftsführender Ministerpräsident des Landes bin. Waren, glaube ich, 12 Stunden. 12 Stunden. Was war das für ein Gefühl, so als Landesvater? Naja, das war schon ein komisches Gefühl, aber es hat ja nicht so lange gedauert. Also gut, hat nicht so wehgetan dann. Ja, herzlich willkommen, Herr Minister Bode. Wir wollen heute frühstücken, wollen reden. Ich probiere mal heute mit Ihnen wirklich zu frühstücken. Sie haben die letzten Sendungen gesehen. Man hat immer eine Salamischeibe in der Hand, aber traut sich nicht zu essen. Trauen Sie sich das nachher? Wollen wir? Ich habe ja Hunger. Ja, das ist gut. Sie kochen auch lieber als frühstücken, oder? Wie habe ich das verstanden? Ja, Frühstück hat man meistens nicht so viel Zeit als Politiker und deshalb lieber am Wochenende mal kochen. Mal kochen. Sie haben Hunger, ich habe Hunger. Ich würde sagen, wir gehen sofort zum Buffet. Okay. Prima. Sieht alles wahnsinnig gut Großes aus, ja. Sind Sie öfter hier im Fürstenhof? Ja, leider nicht, aber man sollte sich das mal überlegen, glaube ich. Ne? Ja, also in der Tat. Wir sind ja hier heute mal in der Bibliothek. Hier war ich selber noch nie. Kennen Sie diesen Raum? Ja, allerdings nur einmal kurz reingeschaut. Denken Sie an Celle. Woran denken Sie dann, Herr Bode? Sie sind doch ein Celler Kind, oder? Hambürner Kind, ja, genau. Jetzt in Celle wohnhaft. Also das ist halt meine Heimat. Und es ist hier sehr schön. Aber Sie sind doch dauernd in Hannover und unterwegs und in Amerika auf Reisen. Erzählen Sie mir was davon übrigens? Wenn es interessiert, ja. Ja, klar. Haben Sie denn noch Bezug zu Celle oder kommen da noch Celle an, hey, wir haben hier ein Problem und in unserer Straße? Ja, das passiert auch, also das ist ganz klar. Und man versucht dann natürlich auch zu helfen. Auch als Minister können Sie da Einfluss nehmen oder sagen, ich habe doch Wichtigeres zu tun, als mich um so Durchfahrtsstraßen zu kümmern? Oder hier, Tempo 30, finden Sie das? Also das kommt ganz drauf an. Vor Schulen, Kindergärten und so ist das eine sinnvolle Geschichte und sollte auch unbedingt so sein. Auf einer Autobahn nicht. Gut, Celle hat wenig Autobahn. Celle und Tempo 30, da kommen wir nicht noch drauf zu sprechen, okay. Oder? Das finde ich, da müssen Sie mir meine Meinung sagen. Auf geht's. Jawohl. Wir haben uns beinahe versehentlich das Gleiche aufgetan. Kleine Unterschiede. Kleine Unterschiede. Sie haben da noch ein Croissant. Ich habe da einen, was wird das sein? Brownie? Bin mal gespannt. Ich vermute mal, ja. Einfach probieren. Sie kriegen da was ab. Was haben Sie mitgebracht? Was anderes? Ja, also wir haben hier im Fürstenhof natürlich ein sehr edles Frühstück, auch ein ganz tolles Frühstück. Und ich habe mal einen Kontrast mitgebracht, nämlich mal was ganz Bodenständiges. Mett mit Zwiebel. Toll. Mhm. Darf ich davon? Ja, nur zu. Ah, das ist ja klasse. Sie aber bitte auch. Heute frühstücken wir wirklich, ja? Ist das sonst immer gestellt hier? Ja, sonst. Nein. das wollen Sie nicht. Also. Es ist sonst wirklich die. Es sieht ja auch doof aus, essende Leute. Kann man das vor- und zurückspulen, dann kannst du wieder. Kannst du ja auch verstehen. Ich werde Ihnen versichern, meine Sendung wird nicht zurückgespult. Hier, hauen Sie rein. Und das ist alles ganz echt, live und in Farbe. Hier wird auch nichts geschnitten. Dann ist ja gut. Herr Bode, kommt drauf an, was Sie sagen. Sie sind ja, haben eine Bankkarriere hinter sich und sind in einem Ministerium, das damit zu tun hat, also mit Wirtschaft. Nach meiner Ansicht ist es selten, dass Minister Ahnung haben von dem, was sie tun. Also das würde ich jetzt... Also das hört sich böse an, aber ich meine, von den Kompetenzen her. So, das ist, so, die Minister sind ja austauschbar, ist ein böses Wort, aber man kann mal kann man Verteidigung, dann kann man Wirtschaft, dann kann man dies. Erstmal die Frage, welche Kompetenz braucht man, um ein Ministerium zu führen? Da ist es natürlich in einigen Bereichen wirklich sehr hilfreich, wenn man aus dem Geschäft kommt und auch Erfahrung in dem Bereich hat. Aber es ist in anderen Dingen manchmal die Frage der Führungskompetenz. Mitarbeiter zu führen, Mitarbeiter zu motivieren, auch mal zuzuhören und dann abzuwägen. Und das kann dann durchaus auch in unterschiedlichen Ressorts passen.
Aber ganz in Ehrlichkeit, führen Sie oder werden Sie von den anderen geführt, die Ihnen dann sagen, was Sie zu sagen, zu denken und zu machen haben? Müssen Sie nicht die Sachen verkaufen, die all diese Lobbyisten im Hintergrund aushandeln? Also sich von denen führen zu lassen, wäre falsch. Man muss hören, welche Argumente kommen. Man muss auch abwägen, sind sie richtig, sind sie falsch und wie bewertet man sie selber. Ein eigenes Bild muss man sich machen. Und man muss die eigenen Mitarbeiter natürlich führen, aber sich manchmal von ihnen auch führen lassen, wenn sie mehr von der Sache verstehen als man selbst. Welche Sachen sind denn das zum Beispiel, von denen die anderen mehr verstehen als Sie? Also, Sie lehnen sich schon wieder zurück. Ja, also, nicht so viele Fragen stellen. Ne? Ich helfe Ihnen. Also ganz ehrlich, ich bin ja auch für Verkehr zuständig und im Straßenbau, da muss ich mich schon auf das Votum und auf die Führung auch der Mitarbeiter verlassen, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie man richtig eine Straße baut. Aber Tempo 30, 50 oder 70 kennen Sie sich doch aus. Ja, das sehe ich auf dem Tacho auch. Wie finden Sie denn das grassierende Tempo 30, Problem ist das falsche Wort, ohne zu werten, dass wir mehr Tempo 30 Zonen haben in Celle als andere Städte? Nun, Tempo 30 Zonen und Tempo 30 Bereiche sind in vielen Dingen sinnvoll. Vor Kindergärten, vor Schulen, auch natürlich in der Innenstadt verkehrsberuhigte Bereiche, wo Fußgänger sind und auf Autos treffen, da ist das sinnvoll. Aber auf anderen Straßen, Autobahnen natürlich nicht, aber auch auf Bundesstraßen und auch den überregionalen Straßen, da natürlich auch nicht. Jede Straße hat eine gewisse Funktion und daran hat man sich auch bei der Temporegulierung zu halten. Alles klar. Ich muss mir jetzt eine lange Frage ausdenken, damit Sie mal reinbeißen können. Lange Frage wäre zum Beispiel, wenn ich Ihre Karriere beobachtet habe, Bank, dann war Herr Rösler Fraktionsvorsitzender, dann ist er Minister geworden, dann wurden Sie Fraktionsvorsitzender, dann ging Herr Rösler nach Berlin, dann wurden Sie Minister an seiner Stadt. Wenn Herr Rösler nicht mehr in Berlin sein sollte, geht das dann so weiter? Nein, also ich habe das mit den Nachfolgen jetzt irgendwann mal beendet. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Und wenn man das so in Berlin sieht, man kriegt jetzt ja über Bundesratstätigkeiten, über Ministerkonferenzen einiges mit. Das ist auch nicht meine Welt. Hat mir Herr Wulff damals auch gesagt, in Berlin, da möchte er nie hin. Tja, hätte er sich mal dran gehalten. Ne? Celle hat ja nicht nur komische Themen wie Tempo 30. Wir haben es ja im Befehl kurz angerissen. Führen Sie mal den Satz zu Ende. Denke ich an Celle, denke ich an? An meine Heimat, mein Geburtsort, die Stadt und die Gemeinde, wo ich auch gewachsen bin. Aber durchaus auch an interessante Industrie, an interessante Unternehmen, Erdöl, Erdgasindustrie, ein ganz tolles Feld. Ist das schon alles? Nein, aber ich dachte, wir wollen noch mehr. Wir haben eine halbe Stunde, die muss ich irgendwie füllen jetzt hier. Ach so. Ja, ich denke an meine Jugend, an meine Schulzeit, an sehr viele Freunde, die ich hier natürlich habe. Haben Sie die noch? Ja, also man hat natürlich von den Schulkameraden nicht so viel Kontakt mehr, wenn sie weiter weggegangen sind, zu einigen aber schon. Was mich wirklich interessiert, gibt es in der Politik Freunde oder nur auf Zeit, solange man im Amt ist? Beides. Also ich habe in der Politik echte Freunde und ich habe ganz bestimmt auch Freunde auf Zeit. Wissen Sie es vorher schon oder sind Sie dann vorsichtiger? Kann man die aussortieren? Kann man die so sagen, Mensch, das ist so einer, der will nur, weil ich jetzt Minister bin? Also mein persönliches Umfeld, der persönliche Kontakt, den wir haben, das sind echte Freunde. Also zu Philipp Rösler, da verbindet mich eine echte Freundschaft. Aber auch zu Stefan Birkner, zu Christian Dürr, unserem Fraktionsvorsitzenden. Das sind langjährige, echte Freundschaften. Wir haben damals schon bei den Jungen Liberalen immer ordentlich zusammen gefeiert. Und das hält weiter vor. Mögen Sie auch wen aus anderen Parteien? Ja, natürlich. Also David McAllister ist ein ganz besonderer Politiker, der nämlich auch den persönlichen Kontakt nach vorne stellt. Und deshalb ist das anders, als wenn man in einer anderen Koalition ist mit jemandem, zu dem man überhaupt keine persönliche Beziehung hat. Nochmal kurz zurück zur Celle. Erdöl, Industrie. Was noch? Was sind aktuelle Themen, die Sie bewegen, die Sie meistern hier? Bei Celle sind natürlich Verkehrsthemen auch immer ganz entscheidend. Es war ja vorhin schon gesagt, keine Autobahn in Celle. Aber auch die Umgehungsstraße in Celle ist natürlich ein Riesenthema auch für die Zukunft der Stadt.
Ich wollte Ihnen eine Brücke bauen. Sie waren gestern in Celle, haben hier was eingeweiht. Ja, das war das Zentrum für Tiefengeothermie. Na. Das hat natürlich mit Erdöl und Erdgas zu tun. Deshalb hatte ich es damit runtergefasst. Aber Erdöl, Erdgas und Geothermie, das geht immer so ein bisschen unter, oder? Ja, wir brauchen die Technologie der Erdgas und der Erdölförderung, damit Tiefengeothermie funktioniert. Und da sind wir hier als Standort-Know-how-Träger deutschlandweit. Ich war ja gestern dabei. Es war ja auch wirklich eine zufällige Terminüberschneidung, war es wirklich. Und habe mal die Leute gefragt, sie kennen das Element. Bei Ihnen bin ich mir sicher, dass ich Ihnen so ein Gerät nicht erklären muss. Sie sind, glaube ich, haben Sie eigentlich irgendein Apple oder Smartphone, was Sie nicht haben? Ich sehe Sie immer am Telefonieren, immer am Tippen. Das finde ich, also Sie haben sogar darauf verzichtet jetzt gerade, finde ich ganz toll. Sie sind ein Technikfreak, oder? Ein Technikfreak, ja. Deshalb, das könnte ich jetzt bedienen, bestimmt. Ja? Ja? Dann finden Sie doch mal Ihr Video, was ich gestern gedreht habe. Geothermie mit Ihnen zusammengekommen zu sein und Sie hier begrüßen zu können. Und deshalb tun. Baroda muss einfach durchsetzen, dass die Geothermie die gleichen Förderungschancen bekommt wie alle anderen erneuerbaren Energien auch. Das ist der Hauptpunkt. Und ich erwarte nicht nur von Herrn Bode, eben auch von der Bundesregierung natürlich, dass sie diese tiefen Geothermie-Projekte massiv unterstützt. Denn das ist eine Geschichte, die gerade am Anfang so viel Geld kostet. Wann werden Sie Geothermie im Garten haben? Ja gut, das ist Oberflächengeothermie. Das könnte man jederzeit im Prinzip machen. Ich heize mein Haus überwiegend zu 90% mit Holz. Das ist auch eine regenerative Energieart. Also Tiefengeothermie werde ich jedenfalls nicht mehr in meinem Haus einbauen. Also ich bin Herrn Bode ganz dankbar dafür, dass er das Thema Geothermie als Zeller Landtagsabgeordneter und als Wirtschaftsminister vorantreibt und tatsächlich unterstützt. Und von daher habe ich die Erwartung oder die Hoffnung, dass er bei diesem Kurs bleibt und dass er das auch weiterhin künftig tun wird. Nach der Veranstaltung heute habe ich den Eindruck, das tut er auch. Und von daher, glaube ich, passt, was das Thema angeht, zwischen Herrn Bode und meinen Auffassungen relativ wenig Blatt Papier. Ja, schön. Wenn ein SPD-Oberbürgermeister sagt, Mensch, da passt kein Blatt Papier, das ist doch mehr Butter geht doch gar nicht, oder? Am besten, das sieht die CDU nicht in Hannover. Ne? Das könnte sonst Gespräche auslösen. Aber bei dem Thema ist es in der Tat so, ist auch richtig. Da ziehen wir alle an einem Strang und sogar in die gleiche Richtung. Man hört aber jetzt bei der regenerativen Energie, ich sag mal, Windkraft und Solar. Viel mehr fällt mir dann schon nicht mehr ein. Aber Geothermie hört man gar nicht. Woran liegt's? Also, Tiefengeothermie, das muss man auch dazu sagen, oberflächennah ist ja schon relativ in Anführungszeichen verbreitet, ist etwas, was nicht gefördert wird besonders. Deshalb ist es nicht so im Vordergrund wie beispielsweise Solar, wo man immer über die Höhe streitet, ist es zu viel, ist es zu wenig, ist es ausreichend. Und es ist Tiefengeothermie auch so, man hat enorm hohe Investitionskosten am Anfang mit auch gewissen Risiken, was hinterher rauskommt, weil wenn man so 1000 Meter in die Tiefe bohrt oder noch weiter, hundertprozentig sicher, dass das funktioniert, ist man sich nie. Oder kann es auch daran liegen, dass man die einfach nicht sieht? Also die Solardächer sieht man, Windräder sieht man, aber Geothermie sieht man einfach nicht. Das ist wenig werbewirksam, oder? Das ist aber ja auch ein Vorteil, wenn wir beispielsweise mal Biomasse uns anschauen, da gibt es ja eher negative Rückäußerungen, weil man den ganzen Mais sieht. Und wir wollen ja auch nicht, dass die Lüneburger Heide mal in Lüneburger Mais umbenannt werden muss. Deshalb ist es ja auch ganz gut, wenn man eine Energie hat, die man nicht so sieht. Erklären Sie mir das mal. Man ist jetzt allgemein gegen Atomkraft, weil das ist alles ganz böse und ungesund. Dann will man Biogas machen, jetzt sind die da in Walle auch dagegen. Was soll man denn da tun? Na gut, es gibt ja auch viele, die sind auch noch gegen Windenergie. Dann gibt es viele Menschen, die sind gegen Erdgas, zumindest was die Förderung tatsächlich angeht. Gegen Kohle ist man auch, aber Strom soll aus der Steckdose kommen. Das funktioniert halt nicht. Man muss sich entscheiden, wenn man Industriestandort sein will, wenn man den Lebensstandard halten will, braucht man Energie und die muss hergestellt werden. Und da braucht man einen vernünftigen Mix und die Beeinträchtigung muss man natürlich so weit wie möglich ausgleichen, aber es wird nie komplett ohne Beeinträchtigung gehen. Welchen Mix haben Sie zu Hause? Erdgas natürlich, Strom aus der Steckdose. Das heißt, ich bin im ganz normalen Energiemix angeschlossen, der hier von der SVO kommt, wie alle anderen auch. Und das muss man halt ebenfalls sehen. Wenn man Veränderungen will, dann brauchen die auch gewisse Zeit. Und die muss man sich leider auch nehmen.
Bei den anderen Kommentaren ist mir aufgefallen, das kann man ein bisschen globaler fassen, wir wollen, dass der Minister und er soll und er muss und so. Wie gehen Sie denn damit um? Das geht Ihnen doch jeden Tag 15 Mal so oder 20 Mal? Wie oft? Naja, aber es ist ja auch mein Job. Es wird ja erwartet, dass gewisse Dinge auch vorangetrieben werden. Was Rolf Mayer gesagt hat, es war nett, dass er auch die Bundesregierung mit in der Pflicht sieht. Das ist ja auch ein Bundesthema. Und da muss man sich auch einsetzen. Wissen Sie was? Wir frühstücken gerade gar nicht mehr. Stimmt. Gebe ich Ihnen. Kennen Sie das Element? 60 Sekunden? Was Sie alles Gutes gemacht haben bisher. Ich hoffe mal, dass 60 Sekunden da nicht ausreichen würden. Also, wenn wir mal die Zeit als Landtagsabgeordneter sehen, für mich ist immer das Größte die Verwaltungsreform, die ich als Abgeordneter mitgestaltet habe. Abschaffung der Bezirksregierung, das hat im Jahr 300 Millionen Euro geringere Kosten ausgelöst, jährlich. Und das ist eine Einsparung für den Steuerzahler, die wird man ein zweites Mal nicht schaffen. Und das ist für mich immer noch ein großes Highlight. Ich habe wahrscheinlich noch mehr Zeit. Ja. Die Ortsumgehung in Celle, die wir hier vorangebracht haben, das ist für die Region, glaube ich, ganz entscheidend gewesen, dass wir aus dieser Patt-Situation damals rauskamen, dass es weiterging. Ebenfalls ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Stufe, die wir dort gehabt haben. Also es gibt viele Dinge, kleine und große, auf die man stolz sein kann. Bei der Ortsumgehung kamen Sie in Celle nicht so gut weg. Fühlten Sie sich von der Presse fair behandelt oder... Journalisten haben einen Arbeitsauftrag, den müssen sie selber abarbeiten. Da will ich jetzt nichts zu sagen. Man hätte das auch anders machen können. Man hätte mich auch vorher mal fragen können. Das ist immer so. Aber wenn einige immer der Meinung sind, ich hätte da interveniert und ich habe gar nicht interveniert und das wird so dargestellt, dann kann ich es nicht ändern. Ich kann einfach nur sagen, wie es war. Alles klar. Jetzt haben Sie 60 Sekunden, vielleicht brauchen Sie nur 30, um zu sagen, Mensch, das hätte ich aber echt anders gemacht im nächsten Leben als Minister. Ups. Zwiebeln, die ganz schön runter hier. Das hätte ich echt anders gemacht in meinem nächsten Leben. Ja, oder das war einfach schlecht. Es gibt manchmal Themen, die man vielleicht hätte noch ein bisschen gründlicher vorantreiben müssen oder vorbereiten müssen, damit sie realisiert werden. Das lernt man dann auch erst, wie Entscheidungsprozesse auch länderübergreifend manchmal funktionieren. Das stimmt schon. Hinterher ist man immer schlauer, das ist richtig. Aber so grundlegende Fehler würden mir jetzt nicht einfallen. Kein Beispiel, wo Sie sagen, Mensch, das hätte ich jetzt einfach mal. Ne? Gut, ich meine, ich will das nicht provozieren, wenn es das nicht gibt. Also ich wüsste jetzt nicht, dass ich mit irgendeinem Punkt unzufrieden wäre. Sie scheinen überhaupt nie unzufrieden zu sein. Kann das sein? Also selbst Ihre Mitarbeiter, ich habe die ja mal heimlich gefragt, selbst in Ihrer Abwesenheit werden Sie gelobt. Also was für einen tollen Chef Sie hätten, dass er immer gut gelaunt ist, dass er... mehr Schleim kann ich jetzt nicht, das ist die Wahrheit, ich habe die gefragt. Warum ist das so? Nehmen Sie jeden Morgen Tabletten oder machen Yoga? Oder? Bin ich auf Droge? Nein. als Politiker muss man ein bisschen Optimismus ausstrahlen. Ja, gucken Sie doch mal die anderen an. Das, also Optimismus ja, aber Politiker im Alltag sind manchmal nicht so nett wie vor der Kamera. Also, wenn man miesepetrig ins Büro kommt, dann strahlt das ja auf andere auch aus. Und dann kann auch kein gutes Ergebnis bei rauskommen. Das kommt darum so wenig gute Ergebnisse in der Politik raus? Es kann auch andere Gründe geben, will ich nicht abschließend beantworten. Bei uns ist es jedenfalls so, dass ich immer eine offene Bürotür habe. Es kann jederzeit jeder reinkommen und mich ansprechen. Es sei denn, es wäre anders gerade drin, das ist klar. Und ich bin auch immer bereit zuzuhören und auch zu helfen. Und das auch immer mit einer positiven Lebensanstellung. Sie sind privat und dienstlich der gleiche Mensch? Es gibt mich nur einmal, ja. Sie waren verreist vor kurzem auf Staatskosten in Amerika. Aber das war erlaubt, ne? Teils, teils. Teils, teils? Teils privat, teils auf Staatskosten. Ich habe einmal einen privaten Teil gemacht, also Urlaub, würde der andere sagen. Ist das denn nicht riskant heutzutage, das zu kombinieren? Man kann ja nicht mal mehr einen Teppich in Ruhe kaufen. Also, ich war vor einiger Zeit mit einer Wirtschaftsdelegation in der Türkei. Da habe ich einen Teppich als Gastgeschenk bekommen vom Gouverneur in Kayseri. Das war aber nur 9,90 Euro teuer. Oh, der war sogar sehr edel, also handgeknüpft etc. Und also in die Kamera gehalten, Handshake etc. Und dann habe ich nach Hannover gemailt, was mache ich jetzt mit dem Teppich? Kann ich den einführen? Wie ist das mit dem Zoll? Was müssen wir beachten etc.? Zwei Tage später haben wir gemerkt, die haben uns den gar nicht mitgegeben.
aber Sie sind also schon vorgewarnt. Wie finden Sie die ganze Diskussion mal jetzt unter uns Jungs? Ist das übertrieben von den Medien oder muss man da ein bisschen weiser umgehen als Politiker? Also ich habe den Teppich jetzt in einer Zeitung gesehen mit einem Foto. Ich hätte mir den jetzt nicht gekauft, aber es ist persönlicher Geschmack. Also man muss das ja auch mal so sehen, man geht da ja vielleicht unbedarft rein, wenn man sagt, ich will da auf dem Basar, jetzt will ich mir was kaufen, ob Teppich oder was anderes. Das war ja nicht auf dem Basar. Ja, und dann sagt auf einmal die Sicherheit, das kommt gar nicht in Frage, da dürfen Sie nicht hin, wir holen Ihnen jemanden hierher und hier geht das nur anders, kriegen wir es nicht hin. Dann denkt man ja vielleicht auch, das ist alles geregelt und erlebt dann eine große Überraschung, aber solche Sachen passieren halt, ist es menschlich und dumm, ja. Was tun Sie? Ich muss mal kurz rechnen. Das ist zusammen, glaube ich, kommt das fast auf 10 Euro, aber pro Person. Das rechnen Sie extra ab hier, ne? Sie, ja, der Gaspar also, Schreiber, alles ja, gut. Es gibt gewisse Regeln, da muss man sich wirklich vor den Kopf fassen. Also ich habe das jetzt gerade gesehen, die Straßenbauverwaltung, da hat es dann so eine Anweisung gegeben, dass sie gar nichts mehr annehmen dürfen, weil diese 10-Euro-Regelung einige Mitarbeiter dann vielleicht mal nicht genau wussten, wie viel kostet das, es falsch eingeschätzt haben und dann angeblich Verfahren eingeleitet werden mussten. Also diesen Unsinn habe ich jetzt beendet, weil ich kenne das so, dass immer zu Silvester oder zu Weihnachten man natürlich bei dem Müllmann oder auch beim Zeitungsboten immer mal ein kleines Präsent und Dankeschön gibt. Und das, finde ich, gehört zu unserem Lebensstil, zu unserer Kultur. Und genauso muss es auch bei der Straßenbauverwaltung sein, wenn jemand auch im Winter, Weihnachten die Straße sauber macht, Salz streut, dann muss man sich da auch als Bürger auch bedanken dürfen und dann muss man auch ein Merci auch mal annehmen dürfen. Und diesen Unsinn haben wir beendet. Was machen Sie privat überhaupt noch? Habt ihr noch ein Privatleben? Also Sport, tanzen können Sie, glaube ich, ne? Leider viel zu selten. Also man kommt jetzt nicht mehr wirklich dazu. Früher habe ich regelmäßig wöchentlich getanzt. Das war ein sehr schönes Hobby. Und auch mal Tennis gespielt. Das ist jetzt alles sehr eingeschränkt. Warum? Nur weil Sie Politiker sind? Ja. Ist das doof? Ich bin ja nicht gezwungen worden, das zu werden. Es macht auch Spaß und Freude. Aber das Wochenende ist quasi auch durchgetaktet. Jetzt als Minister, ich mache keinen Termin mehr selbst. Mein Vorzimmer entscheidet, wo ich bin. Habe ich das Ihrem Vorzimmer zu verdanken, dass Sie heute hier sind? Das finde ich gut. Mein Pressesprecher hat sich eingeschaltet. der hat interveniert, ja? Das Vorzimmer, wo wollen Sie denn da hin? Also ist es wirklich so, wenn ich mal einen Termin selber mache, dann löst das meistens große Probleme aus, weil das schon anders verplant war. Sie haben ja auch jetzt bald einen Anschlusstermin. Darum können wir gar nicht zu lange machen. Das mit dem Tanzen will ich doch nochmal, weil das haben Sie ein bisschen unter das Scheffel gekehrt. Mhm. Sie waren richtig gut, Sie haben, glaube ich, ein paar Abzeichen, ne? Ja, ich habe auch mal in der Jugendgruppe und so Unterricht gegeben. Also es war schon schön, hat Spaß gemacht. Sie ahnen, was jetzt gleich kommt, ne? Dass wir beide jetzt hier tanzen. Ich sage immer gern, ich kenne meine Gaben, aber auch meine Grenzen. Also Tanzen gehört eindeutig zu meinen Grenzen. Obwohl, wenn Sie mir das so beibringen, hat auch eine Idee. Nee, wir haben ja schon mal den Landrat an den DJ-Turntables gehabt und wir haben den Oberbürgermeister am Saxophon gehabt. Sie spielen aber kein Instrument, richtig? Das ist richtig. Ich habe mal, als ich klein war, Blockflöte gespielt. Das ist aber schon lange her. Die gesamte Welt spielte Blockflöte, nur ich. Mein Sohn kann jetzt bestimmt auch besser Gitarre spielen als ich, weil er es gerade lernt, aber er hat es mir noch nicht beigebracht. Also so DJ, das könnte ich wohl noch. Ich habe da mal was mitgebracht, haben Sie ja wahrscheinlich schon geahnt. Befürchtet. Und wir beide machen Musik und wenn Sie, vielleicht tanzen wir ja auch mal. Was und alles in der Welt ist das? Sie haben iPad 3, Sie haben Smartphones, Sie haben alles und Sie kennen das nicht? Herr Bode, ich habe das ausgekramt. Das sind, glaube ich, Instrumente der 50er, 60er Jahre. Da gab es uns beide noch gar nicht. Und ich glaube, damit kann man Musik machen. Da gibt es so einen On-Schalter. Okay. Und ich muss ehrlich sein, bin damit auch nicht so ganz fit, weil ich normalerweise... Jetzt ist was angegangen, ja? Jetzt ist es angegangen. Drücken Sie mal da irgendwas drauf. Bleiben Sie mit dem Stift drauf. Ah, und woanders dann noch? Okay, das scheint...
Also, ich glaube, das sind mit uns beiden. Also, jetzt bin ich mal auf die Reaktion gespannt. Nach dieser Aufnahme, das wird live aufgezeichnet, ja, und wird dann gerne CD pressen, ja? Also, ich glaube, es kauft kein Mensch. DJ Bode featuring Peter F. aus C. Ja. Ja? Legen Sie mal einen Rhythmus vor, Herr Bode. Machen Sie mal irgendwas. Haben Sie ein Lieblingslied gerade im Radio? Also, ich höre alles querbeet. Alles? Ja. Zurzeit würde die Nationalhymne immer gespielt. Ich habe Niedersachsen hatte auch ein schönes Lied. Ja. Okay. Verwachsen. Nein, herzlich. Es war aber nur der Refrain. Es geht eigentlich anders los. Von der Weser bis zur Elbe. Von der Weser bis zur Elbe, vom Harz bis an das Meer. Stehen Niedersachsens Söhne, eine feste Burg und Wehr. Fest wie uns Reichen halten alle Zeit wir stand. Alle. Wenn Stürme draußen übers deutsche Vaterland. Und dann kommt, wir sind die Niedersachsen, sturmfest und erdverwachsen. Heil, Herzog Widukinds Stamm. Hätten Sie es gewusst? Muss also, man können als Ministerpräsident. Was sind Sie denn jetzt? Minister. So. Sie waren mal Ministerpräsident. Ja, muss man auch können, wenn man mit mir auf eine Wirtschaftsdelegation ins Ausland fährt. Denn es wird immer gesungen von die uns. Alle, die kriegen alle sozusagen den Text mit. Und meistens ist es so beim Empfangen in der Botschaft oder so, dass wir sozusagen einen Eindruck hinterlassen wollen, dass man auch positiv an uns denkt und sich an uns erinnert. Und dann singen wir immer unsere Nationalhymne. Das scheint ihm Spaß zu machen. apropos Ausland, können die Amerikaner auch das Niedersachsenlied? Sie waren ja gerade, war da was Spannendes, was Sie noch erzählen wollen? Also das Niedersachsenlied können sie jetzt nicht so gut. Allerdings spannend war es und er wird ja demnächst nach Celle kommen. Conny Reimann, der berühmteste Auswanderer Deutschlands, den habe ich privat besucht in Texas. Und das ist ganz spannend, der kommt am 18. November, kommt er nach Celle. Berichtet da von seinen Erlebnissen und er ist genauso, wie er im Fernsehen wirklich immer rüberkommt. Da ist nichts gestellt, kein Fake, er macht alles selbst, auch wenn er sich vielleicht anders heute schon leisten könnte. Wenn Sie ihn sehen und er Zeit haben sollte, kann er ja hier demnächst auf Ihrem Platz nehmen. Grüßen Sie ihn mal. Das werde ich machen. Frühstück mit Fehlhaber, Jammin mit Bode, ja. Besser geht's nicht. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal, vielleicht dann mit richtigen Instrumenten.